Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind hier wieder am Ende der Welt und jetzt gehen wir nicht hier kurz zum Drachen, den holen wir uns später. Wir holen uns jetzt zuerst mal Summons Brigands und dann noch den anderen Spell, also der Spriggan Form. Damit wir die Sachen viel schneller machen können. Weil die dauern ein bisschen, also vor allem der Drache, der dauert ein bisschen und dann können wir am besten machen, wenn natürlich, wenn wir schon ein bisschen stärker sind. Deshalb gehen wir mal hier durch, wenn es geht. Nicht explodieren. Oh. Sind leider eben noch nicht stark, ich habe es im ersten Part gesagt. Ja, der Spell, also die Spells vom Druiden und und Primalisten sind leider am Anfang nicht gut. Deshalb ja, einfach der Lower Damage. Poison on Hit vielleicht? Aus 62 ist natürlich schon viel besser. Okay. Ich wollte ja hier runter gehen. Aber ja, ist mehr Space, heißt jetzt nicht unbedingt mehr Schaden. Deshalb doch lieber auf diesen grünen Klotz gehen. Wir müssen jetzt hier einen retten. Wir haben so ein paar Informationen zu einem ja, Camp machen und wo Alrike ist. Alrike ist eine der Hauptpersonen. Genau. Okay, da kommen noch Assassinen raus. Ja. Wer das Spiel noch nicht so kennt, das ist natürlich ein Hack and Slay und hier müssen wir einfach uns durch Gegnerhorden durchkämpfen. Und ja, es ist ziemlich schwer, also vor allem am Anfang ist noch nicht so dieser, ja, Brain AFK-Durchschnitzel-Charakter da. Später eigentlich auch nicht immer. Also es wird auch schnell wieder dann schwer. Und das ist sehr motivierend, vor allem für mich. Ich mag Herausforderungen. Aber manchmal mag es auch nicht so, dass man One-Hit oder so, ja, also sich unbedingt so extrem viel dafür kann, wenn man mal stirbt. Also, es kann schon sein, dass wir mal noch sterben. Ich bin einmal mit diesem Charakter gestorben, weil ich ein paar, ja, Klerik, nicht ausweichen konnte. Das war sehr stark, weil sie auch. Ah, geht doch. Oh Gott, macht der Schaden. Ja, automatisches Laufen geht halt auch nicht in diesem Spiel. Also wenn irgendwo hinklickt, ihr werdet eben die ganze Zeit aufgehalten von irgendwelchen Objekten oder so. Naja. Ausweichen muss gelernt werden. Wir haben ja einen Ausweich Spell. Wir müssen den halt einfach irgendwie schneller drücken können. Der dauert einige Zeit, bis man weghüpfen kann. Er ist einer der besten Hack and Slays, aber auch eines der schwierigsten. Also der Schwierigkeitsgrad ist einfach deshalb hoch, da eben die Gegner ein bisschen zu stark sind, ein bisschen zu gute Spells haben, also zu viel Schaden machen, bevor man nicht endlich mal gut kräften könnte oder so. Ich bin halt eher einer, der ein bisschen Sachen spart und dann kann er nicht immer kräften. Das bin ich jetzt auch nicht gerade so gut. Man muss halt wirklich die alten Sachen ein bisschen verpulvern. Bin ich nicht, bin eher ein Sammler. Ein gerne Sammler. Ich habe genug Items, ich könnte kräften. Könnten wir dann schon mal machen, aber jetzt noch nicht. Die Items, die wechseln so schnell und dann habt ihr wieder etwas Besseres. Ne, es lohnt sich einfach nicht. Lieber durchsterben, als zu lange brauchen, bis man endlich dann oben ist. Das Crafting schon sehr viel Zeit verbraucht. So ungefähr ab Akt 4 oder 5 werden wir dann craften. Dann werden wir mal ein Crafting, dann zeige ich euch mal, wie man genau craftet. Ja. Davor lohnt sich es halt nicht.
Sie könnten den Zauberstab ein bisschen verstärken, das stimmt. So, jetzt habe ich negatives Mana. Das ist einer der einzigen Spiele, die negatives Mana eingeführt hat. Es tut einfach weniger schnell regenerieren und deshalb ist es nicht gut, immer zu machen, aber so ein oder zweimal ist es schon gut zu machen. So, wir haben aber gerade kein Level. Wir nehmen jetzt gerade ein bisschen zu langsam. Ja, Fiend Space einfach ausweichen ist die beste Idee. Ja gut, haben wir den Kringel, den grünen da. Das sind die Dornen, die machen noch viel Schaden. Genau. Hier bekommen wir, glaube ich, auch noch einen Erfahrungspunkt dann später. Wenn wir alle gefunden haben. Da kann es halt schon weiterhelfen, natürlich, in der Story. Okay, jetzt kommt er zurück. Schildkröte macht so einen Dot. Diesen Hauch, der macht extrem viel Schaden. Also aufpassen, diesen Schlag von diesem ein, der von oben nach unten geht, ist leider auch ein bisschen zu heftig. Für so ein squishy Druiden wie ich es bin. Ja, der Schaden ist eigentlich schon hoch, aber einfach die Castzeit, da müssen die Druiden ein bisschen schneller werden beim Casten. Ihr werdet es dann sehen, wenn ich den Fail Spirit einsetze. Wie langsam das ist, leider. Aber den müssen wir zuerst erreichen. Wir haben jetzt zum gleichen Level up, das ist sehr gut. Das hilft uns sehr weiter. Also immer taktisch spielen, nicht immer alles auf einen Gegner reinhauen. Und dann werde ich auch nie sterben. Wenn ihr wisst, was der Gegner für Space einsetzt und so, wie sie funktionieren, dann seid ihr auf einer guten Seite. Aber wenn so drei Dark Clerics auf euch zukommen und diese Wirbelschüsse schießen und noch kritten, dann seid ihr tot. Das ist mir passiert mit diesem Charakter. Sonst tun die Wahl, also diese Wahl-Clerics keinen Schaden mehr. Also nur diesen Wirbelsturm, Wirbelschuss. Mehr nicht. Okay, da kommen kurz Assassinen, die muss ich kurz kämpfen. Sehr viel Schaden. So, hier ist voll. Wir könnten hier noch Armor nehmen. Tournament. Wir brauchen halt auch Mana. Vitalität, Poison Resistenz wäre auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ich brauche auf jeden Fall diesen Note halt jetzt noch ein bisschen mehr. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir sonst zu schwach werden. Ja, ich tue auf jeden Fall mal Attunement. Vitality gibt ja Health. Health Regenerations. Haben wir irgendwas Defensiveres? 6 Sekunden nach Transform, das bauen wir glaube ich nicht so stark. Tumulen gibt irgendwie einfach Schaden auf jeden Fall. 4% und hier ist 10%. Nein, hier ist 5%. Also lieber ein bisschen mehr Mana. Also ein bisschen mehr Damage. Und hier, der Charakter, da, C. Tumulen gibt. Ja. Nur Mana, aber für mehr Mana. Okay. Also 2 und 2 vom Skill, den wir genommen haben. Tut natürlich das Mana schon stark erhöhen. Also 4 pro Skillpunkt ist schon sehr gut.
Ja, wenn ihr eben dieses Genre noch nicht so kennt, spielt mal Diablo 2, Resurrected oder Path of Exile. Es war ein bisschen schwer noch zu verstehen, weil es größer, umfangreicher ist. Aber ja, das meiste tut sich dann eigentlich selber auch ein bisschen erklären. Müsst einfach dranbleiben und ein bisschen lernen. Ich livestreame manchmal, wie zum Beispiel gestern. Livestreame ich Path of Exile. Schaut euch das einfach mal an, wenn es euch interessiert. Ja. Das sind halt sehr motivierende Spiele, weil diese Itemsucht natürlich extremst greift. Ich habe jetzt schon wieder Lust, so weiß nicht wie viele Aufnahmen zu machen, aber es muss eine Aufnahme pro Tag reichen. Ich habe sonst zu wenig Zeit. Ja. Ich kann leider nicht zwei Parts pro Ding machen. Und sonst eben am Abend Livestream schauen und es wünschen. Dann seht ihr auch mehr Parts. So. Jetzt muss ich kurz noch schauen. Okay, Assassinen kommen wieder. Bitte nicht immer so viele Gegner anlocken. Noch ein, gut. Dann haben wir Summon Spriggan. Wir können dann schon ein bisschen mehr Damage reinhauen. Ja, diese, ja. Raben sind natürlich nicht gerade unser Gebiet. Also sie machen Blitzschaden und wir machen keinen Blitzschaden oder erhöhen auch den Blitzschaden der Minions nicht. Nur die physischen Minions. Ah, oh, die Stachelmauer haben trotzdem genug Schaden jetzt. Und solche Gegner. Und irgendwie kritisch auch ständig. Haben wir nicht. Also, ich glaube, jedes Geschoss, das wir abgefeuert haben und kritet, also kriten alle Geschosse von diesem Strang. Und deshalb sah es so aus, als würde ich immer kriten. Und dann wieder nicht kriten und so weiter. Ja. Aber sieht schon recht geil aus, so gelbe Zahlen. Haben sie schön designt. Also schlicht, aber schön. Bisschen schwarz noch drinnen in den Zahlen, das macht alles ein bisschen hübscher. Also langsam müssen die Spiele halt auch schönere Grafik kriegen. Also das Spiel hat schon wirklich die schönste Grafik, sonst hat kein Game eine schöne. Keine 3D-Grafik. Ja. 2,5D eher. Okay, ein bisschen Schaden bekommen wir. Dieses Nebengebiet machen wir auch später. Wenn wir es ja, Spiggan-Form haben. Ach Gott. Ich muss das umsetzen, das geht nicht. Ja, seht ihr, die machen nur 80 Schaden Maximum. Die Raben müssen weg. Die müssen weg. Es dauert recht lange, bis man levelt hier in diesem Gebiet. Wir müssen langsam ein bisschen weiterkommen. So ein bisschen durchwaschen. Vielleicht haben sie einfach die Erfahrung ein bisschen runtergesetzt, die wir hier bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass ich da viel schneller gelevelt habe. Naja. Es ändert sich halt sehr viel. Die Entwickler sind schon sehr, sehr fleißig. Die Performance und so könnte noch ein bisschen besser sein. Ich habe jetzt zum Beispiel nur 58 FPS in diesem Ge ah, 71 FPS jetzt. In diesem Gebiet. Performance könnte noch ein Schlucken vertragen. Mit dem besten Bier. Gut. Jo, hier ist Alrik, glaube ich. Hab halt schon eine längere Zeit nicht mehr so intensiv gespielt. Durch den Path of Exile Sucht. Welcome, traveler. Zwang.
Pass of Exile tut halt schon mega an der Stange halten. Mega süchtig. Ja, diese Picker, die sind cool. Sehen aus wie Chocobos. Ja, den können wir nicht auffallen. Da tut sich aber die Luft, ja. Schade, dass wir so wenig Burst-Schaden machen. Ja, da muss ich nur noch ein bisschen stärker werden. Schade, dass manche Space einfach zu schwach sind. Manche eher zu stark. Summon Spriggan. Den brauchen wir nicht mehr. Summon Spriggan. Und hier würde ich sogar gerne... Ja. Muss ich jetzt einfach mal ein bisschen umskillen. Nicht so skillen wie im späteren Game. Da gehen wir einfach hier. Aber Schaden möchte ich selber auch noch machen. Ja. Machen wir einfach mal hier die Punkte, die wir brauchen. So. Ja. Gut, Summon Spriggan. Und dann aktivieren wir das. So, haben wir einen? Ja, nur einen. Okay, logisch. Wir müssen Beastmaster sein, damit wir einen zweiten bekommen. Aber einen reicht auch. Okay, ist ein kleiner Wirbel oder so. Ja. Nicht schlecht und tankt auch für uns. Cool. Hat jetzt nicht gedacht, dass der so gut ist. Bei den letzten Node, den wir da gesehen haben, unten links beim Baum vom Spriggan, der macht dann einfach, dass die alle nacheinander geschossen werden. Und ja, das ist dann nicht mehr so gut, leider. Vielleicht für später Single-Target, ja. Dazu müssen wir halt auch mal noch ein bisschen mehr AOE-Schaden machen. So. Ja, der Schaden vom Spriggan ist noch nicht so gut. Stimmt. Okay, haben ein bisschen Schaden kassiert. Es ist sehr cool optisch. Also, optisch gefällt mir das sehr. Aua, wieso konnte ich nicht laufen? Ich hab doch geklickt. Oh, schön, dass du den unterbrochen hast. Er ist auf den Boden gefallen. So langsam haben die Minions, die Gegner halt schon sehr viel Leben. Da brauchen wir einfach ein stärkeres Spell. Selben Spriggan-Form und dann Wild Spirit ist dann genug stark, denke ich mal. Vielleicht bekommen wir auch nochmal so einen Fähigkeitenpunkt für Spriggan, Summon Spriggan. Jetzt macht er noch zu wenig Schaden. Tote müssen machen hier am meisten Schaden. So, der ist auch da. Neue Boots. Ah, das sind die Blitzboots. Da unten ist ein Schrein. Und dann gleich ein Level Up. Oh, Drops Gold. Ja, können wir schon gebrauchen, aber es sind Droppen noch zu wenig Gold. Nur 200er und 500er. 600 ist sogar. Okay. Ja, und es haben doch sehr viel Leben. Ah nein.
Der Ablenktoten von den Ringen ist dort am Zinken. So. Ja, ich sollte eigentlich den direkten Weg nehmen, wenn ich hier durchgehe. Aber da wir sowieso überall Gegner haben, ist das gut. Kann ich so direkt den Weg machen. Und schneller leveln. Gut, jetzt kommt das schmale Gebiet hier. Hier wird es sehr wenig offen. Aber dann beim Schiff wird es wieder offen. Bei dieser Korallenstadt. Keine Ahnung, wie die heißt. Ich kann den Namen leider nicht mehr. Nicht mehr oft hier gewesen. Können wir schauen. Soll ich schon schauen, wo ist Map? Ja, mit M. Tetima heißt es, okay. Infernal Tetina. Ah, Imperial Tetina, okay. Ja, Tetima ist irgendwie untergegangen. Durch den einen Gott des Wassers. Wenn wir ihn dann noch treffen. Ist ein lustiger Kerl dann. Okay, die machen schon echt Schaden. Also haben schlechte Resistenzen, ja. Wir müssen die Resistenzen noch hochkriegen. Das können wir dann schon relativ schnell. Wir sind Level 28, wir können bald dann das Relikt tragen, das unser Physical Damage steigert. Aua, ich kann nie ausweichen irgendwie, wahrscheinlich wegen dem Spellcast, der braucht so lange. Braucht ungefähr 3 Sekunden, bis er diese Animation ausgeführt hat. Aber nicht so schwer. So, eben hier haben wir 2. Ja, dann machen wir noch weniger Damage. Also macht er noch weniger Damage. Deshalb hier. Dann hier Aura verstärken. Gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt aufs Briggen eher sollen gehen. Ist ja auch Minion Physical Damage, sehr gut. Also er macht Physical Damage. Steht nur Spell. Aber das Summon Spriggan macht Physical Damage. Ja, Physical Spell und Buff. Okay. Keine Ahnung, wieso er nicht so stark ist. Aber weil er natürlich keine Minion Nuts auf dem Ding hat, als Items, den Physical Damage wird erhöht. Ja. Minions sind halt immer nicht so stark in diesem Game. Die waren damals zu schwach, die sind heute zu schwach. Vielleicht noch die Necromancer, Magier, Skelette. Ja, die meisten sind ein bisschen zu schwach. Muss alles gebufft werden, liebe Entwickler. Wir müssen sehr viel machen. Seht ihr, je größer Games man macht, desto mehr hat man zu tun als Entwickler. Und ja, viele Space sind halt zu schwach. Wir enden erst durch gute Items sehr stark. Und danke, dass du wieder auftauchst. Ich habe ich ja gebraucht zum Auftauen. Diesen einen Not, der Gegner Boost, Boni ist viel zu stark. Das Weib brauchen wir nicht. Das Nebenhand. Nein, das ist Primalist. Relikt. Könnte einen Swipe-Charakter vielleicht mal machen. Ich nehme ihn mit. Ich glaube, ich habe einen zu Swipe schon.
Aber so Spells nehme ich immer gerne mit. Leider kommen die jetzt gerade ein bisschen zu oft. Die Königin der Käfer. Hier ist wenig Platz. Ah, noch aufteilen, sehr gut. Zu dritt. Zwei Twins. Hä? Summen-Atwims, ah, ein Torfherd. Vielleicht immer, wenn er heilfeiert wird, also geheilt hat und wieder zurück ist, tut er nochmal einen beschwören. Das ist schwer. Okay, wir haben es geschafft. Minion Spell Damage. Tünnet. Und hier. Minion Damage. Minion Damage. Ist jetzt nicht so stark. Also, hier müssen wir. Spell Physical Damage ist schon stark. Das nehme ich blank. Und ist verdoppelt, wenn wir transformiert sind. Nehmen wir. Oh, der ist tot, okay. Oh nein, wegen dem Level-Up ist er wieder nicht beschworen worden, wahrscheinlich. Hab's nicht gesehen. Könnt ihr gerne mehr sagen in den Kommentaren. Aber irgendwie ist er nicht da. Vielleicht ist er gestorben wegen dem Dot. Ich dachte, der wäre noch da. Kann nicht immer so mega weit nach oben links schauen. Ist ein bisschen zu weit weg. Birch Arrow. Arrow. Ist besser, hä? Und Exo-Ziel brauchen wir nicht, sollten wir nicht tragen wie in den Schuhen, sonst bekommen wir mehr Schaden über. Von Physical Damage Gegner und Ice Damage Gegner. Leider nicht so gut. Schade. Aber dieses Healing von der Aura ist natürlich toll, nice zu haben. Bomber. Okay, sehr gut. Und hier könnten wir eigentlich das Bleed Chance machen. Das lohnt sich ja nicht. Extra Projektil. Nehmen wir doch mit dem Totem Damage mit. Ja, der Schaden steigt. Sehr gut. Werden wir noch schneller. Ich mache jetzt ein bisschen einen längeren Part, weil wir jetzt gar keinen Waypoint haben oder haben wir einen passiert. Kann sein, dass wir da drüben einen haben. Ich schau mal kurz. Ja, es ist leider schon 30 Minuten alt. Wir müssen uns hier noch durchgraben. Geht ja schnell, also wir gehen jetzt schon echt viel schneller. Okay, hier weiß ich leider nicht, was ich nehmen soll. Gute Chance und Damage. Sonst irgendwie Physical Ding könnt ihr nehmen. Penetrance. Ice Beetle, sehr gut. Den Ice Beetle, manchmal werden auch zwei beschworen, der ist einfach richtig stark, weil er einfriert auch. Ja, lohnt sich schon mit. Also.
natürlich so einen Schrein zu suchen. Falls der dann kommt. Also das ist einer der stärksten Schreine. Vor allem wenn ihr auch Minion Damage habt auf dem auf den Items. Mit dem Ski Tree. Ja, leider, ja, sterben sie recht schnell. Aber gut. Dann gibt es im nächsten Part auch die Spriggen vor. Und, ja, dann werden wir noch ein paar Bubbles ringsum haben, die auch noch angreifen. Ich habe gedacht, ich habe vor einem Jahr das so mal einen benutzt. Ich war nicht so zufrieden. Und da habe ich jetzt auch nicht die Items schon verwendet, weil ich eher auf die Spriggen gegangen bin, auf den Summon Spriggen. Jetzt gehe ich eher auf den Spell von der Spriggen Form. Das werden wir vielleicht sehr viel stärker sein. Eben Minions und Beastmaster sind nicht so stark. Also Beastmaster stärker vielleicht ein bisschen, aber nicht auf Minions. Und eher im Nahkampf. Ist halt nicht eine vollwertige Klasse. So Blockchance Ring ist sicher gut. Gut, dann sind wir hier beim Vapert angekommen. Ich werde nächsten Part den Drachen herausfordern und diese Höhle machen mit der Schatztruhe. Und dann machen wir hier auch weiter. Das werden wir noch im nächsten Part wahrscheinlich schaffen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr Fragen habt, ungeniert schreiben. Auch wenn ihr Feedback habt oder ja, einfach mehr mit mir ein bisschen plaudern wollt. Ich habe einen Discord-Server und ja. Könnt ihr auch viel posten. Tschüss!